So, Carmen, ich lasse dich jetzt mal hier mit der Juliana alleine und kümmere mich mal um Robert. Ja, dann mach das mal. Kümmere dich mal schön. Ja. Let the beat control your body. Hallo, ihr beiden. So, ziemlich heiß heute. Ach, Frau macht Sport. Genau, für dich habe ich ein schönes Spielzeug zum Aussuchen. Echt? Ja, dann gehen wir doch, oder? Komm mal. Komm, verlassen wir wieder die Italienerinnen hier am Pool. So, schauen wir, Shania, komm. Robert hat die freie Wahl zwischen drei Luxus-Männerspielzeugen. Einem Ferrari, Porsche oder einem Maserati. Aber auch Töchterchen Shania hat ein Wörtchen mitzureden. Guck, den hatten wir. Den mag Papa nicht. Oh, den hier ist geil. Den? Ja, guck mal rein. Okay, dann nehmen wir den. Unser Auto ist nicht so toll, aber den hier ist besser. Ich mag, dass Papa mir einen zukauft. Ja, das sieht ja schon alles hier ein bisschen besser aus. So. Ist auf jeden Fall besser als das, was die Frau macht. Dabei haben beide eine exzellente Kurvenlage. Der 100.000 Euro teure Maserati verfügt sogar über eine eingebaute Rufanlage für Ehefrauen. Ich geh Auto fahren. Ich bin kaputt. Tschüss. Viel Spaß. Robert. Tschüss. Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Ja, also, es sind ja keine schweren Gewichte. Ich finde das eigentlich sehr angenehm. Muss ich sagen. Ja, aber das ist jetzt eine Übung, die muss ich sagen, die ist für den Popo. Weil die ist, ich könnte jetzt mehr so machen. Das ist einfacher. Geile Kiste. Hat recht Stamm. Sieht doch cool aus. Können wir uns fast kaufen, oder? Das kaufe ich mir, wenn ich groß bin. Das kaufst du dir, wenn du groß bist? Papa kann sich das ja vorher kaufen, weil Papa ist ja schon groß. Soll Papa so ein Auto kaufen? Das macht natürlich mal Spaß, wer heißt das? Außerdem bin ich noch nie in Maserati gefahren. Auf jeden Fall die Form noch nicht. Muss sagen, das Auto geht schon ganz gut. Also ist echt zu vergleichen mit einem Ferrari. Macht Spaß. Könnte ich drüber nachdenken, ob ich mir vielleicht so einen kaufe. Hier, war gut. War gut? Der perfekte Nachtisch. War eine gute Idee. Ein paar Kalorien verbraucht. Ja, frag die Kleine. War gut? Ja, hat Spaß gemacht? Ja. War cool, ne? Er hat eben einfach nur ganz schnell gefahren und dann so gemacht. Ich bin immer so und so und so gegangen. Das hier, jetzt muss ich fast so ein Auto kaufen. Soll ich mal die Mama holen? Ja. Komm, Mama ist doch noch da. Der Papa muss mir so ein Auto kaufen. Dir, ja. Super. Dir. Das geht doch bestimmt schief. Ja, also ich denke mir mal, der Robert könnte auch ein bisschen Sport gebrauchen. Man sieht ja auch, dass er so ein bisschen Speck angesetzt hat, ja. So den Wohlfühlbauch hat mittlerweile. Weil es halt eben, weil er faul ist. Also er macht ja eigentlich reichlich wenig. Sport ist für ihn Mord und ich mag Sport. Und Frau, hast Kalorien verbrannt? Du bist bestimmt weniger Kilometer geradelt, als wir hier gefahren sind. Glaube ich nicht, Robert. Also wir sind bestimmt mehr Kilometer gefahren, ja, Shania? Als Mama? Ja, nach so langer Zeit mal wieder was zu machen, das tut an dem Tag noch eigentlich ganz gut. Aber der Tag, the day after, ist halt eben immer das Problem. Dann hat man doch ein bisschen Muskelkater und merkt, dass man die schon lange nicht mehr trainiert hat. Die Kinder sind im Pool sportlich unterwegs und Carmen gönnt sich ein wohlverdientes Päuschen. Was machst du? Jetzt will ich relaxen. Robert. Ich geh drüben auf der anderen Seite gucken, ne? Hier, ich lasse das hier von den Kindern. Pass du auf die Kinder auf, ich guck, wann der Captain kommt. Kann ich nicht mal 5 Minuten liegen bleiben, Robert? Ja, du kannst ja 5 Minuten liegen bleiben, ich geh am Captain gucken. Und guck mal, ob es hier irgendwo ein Bier gibt. Während Carmen ihr Beauty-Programm um ein Schönheitsschläfchen erweitert, begibt sich Robert auf die Suche. Beim Bier wird er schnell fündig. Jetzt fehlt nur noch das Boot. Endlich, der Kapitän hat die Hafeneinfahrt gefunden und steuert die Geissche Yacht in die Marina. Okay, hol mal Mama, sag, Boot ist da. Hol mal Mama.
Shania, hol mal Mama. Sag Mama Bescheid. Boot ist da. Lass ihn jetzt anlegen. Sonst fährt er gleich noch irgendwo gegen. Und dann? Und dann passt doch auf, dass er nicht hochgeht. Carmen! Ja? Fährt uns hinten das Boot kaputt. Ja. Der Depp. Weil der vorne den Schnelli noch rauszieht. Jawohl. Ganz klar ist der Robert ein viel, viel besserer Kapitän. Er kann es besser manövrieren und alles. Und am meisten ärgert mich bei unserem Kapitän, dass er überhaupt keine Ahnung hat vom Bootfahren. So, komm, gehen wir. Gehen wir runter. Jawohl, Chef, ich komme. Carmen gehorcht ihrem Mann aufs Wort und folgt ihm auf Schritt und Tritt, mittlerweile seit 30 Jahren. Kaum sind alle an Bord der 4,5 Millionen Euro Yacht, ist Relaxen angesagt. Die Familie sticht in See. Und den rastlosen Robert, schon kurz darauf, der Hafer. So, was machen wir jetzt, Kinder? Wollt ihr Wasserski fahren oder Banane fahren? Was? Aber lasst mich bitte in Ruhe. Hier sind wir doch wieder in der Bucht. Hier gibt es doch dieses Boot da, die auch Wakeboard fahren und so ein Zauber. Also heute ist mein Pensum überschritten. Aber Action-Robert will es noch mal krachen lassen. Er macht sich bereit und dabei eine gute Figur. Hey, Schatz. Sexy Hexi. Ja, aber die Schwimmweste auch eine Nummer größer? Hier sind Wo ist sie. Denn hier die Banane? Das sind Italiener, die doch. Schatz, hast du ein Telefon dabei? Das würde ich rausholen. Personal Assistant Alexandra hat keine Kosten und Mühen gescheut und einen Wasserski-Turn für die Familie organisiert. Robert stand seit 20 Jahren nicht mehr auf den Brettern. Ob das gut geht? Wow, ist das kalt! Papa, deine Sonnenbrille! Oh, zieh die Brille aus! Robert! Du fährst doch jetzt nicht mit der Brille, ne? Robert! Wer hat die Brille aus? Okay, jetzt gucken wir mal, wie Papa fällt. Geil, geiler Geiß. Oder etwa doch nicht? Jetzt sind die Haare nass. Das ist schon aufgeschlagen wie eine Bombe. Was ist das denn? Du hast ja noch niemals nasse Haare, Robert. Wenn man einmal sowas gelernt hat, dann verlernt man es eigentlich auch nicht mehr. Und insofern musste ich den Kindern mal zeigen, dass Papa auch außer Essen gehen noch was anderes kann. Ich bin begeistert, sehr gut. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass der das noch kann. Und dann aus die Wellen raus. Wow! Toll! Die Kinder sind an der Reihe. Und die heben mal so richtig ab. Wow! guck, die fallen. Ja, gut, das ist natürlich am Ende das Erste, was man sich am Ende ja erarbeitet hat. Und insofern sind wir da schon stolz drauf, dass wir den Kindern im Prinzip diese Sachen alle ermöglichen können. Dass sie auch irgendwo fremde Länder, fremde Sitten, Sprachen etc. Und dass sie dann am Ende, wenn sie in die Schule kommen, wieder was zu erzählen haben. Wir waren auf Sardinien, wir waren in Italien, wir waren in Korsika, wir waren am Ende auf Mallorca und sind jetzt wieder zurück in Monaco. Da kommen sie wieder, Carmen. Guck. Ja, sie. Wie alt? 7 und 8 Jahre. Ja, die sind genauso verrückt wie der Papa. Dann sind 18 Jahre, diese zwei. Hm. Ja. Ich möchte es ja nicht hören. Ja. Draußen. Wir haben nur eine Leiter, nicht die Leitern sind nicht raus. Meine Güte, kauf der Tüte Deutsch, hat mir aufgeregt. Tja, mit Geld kann man vielleicht doch nicht alles kaufen. Allerdings braucht man kein Abitur, um reich zu werden. Roberts Aufstieg zum Millionär begann nach dem Hauptschulabschluss. Und so sitzt er jetzt mit Kind und blondem Kegel auf seiner eigenen Yacht und genießt den traumhaften Sonnenuntergang Sardiniens. Wow! Guck mal, Shania. Schön, oder? Schön ist genau das richtige Stichwort. Wieder an Land entdeckt Robert etwas, was seinem Begriff von Ästhetik vollkommen entspricht. Robert, nice to meet you. Hi.
Antonella. Ah, das sind aber Ausblicke. Das ist aber besser als Sonnenuntergang. Okay, can I put this? What is for entry in the privé. Okay. Yeah, it's okay. Thank you. Oh, yeah, it's okay. Hello. Ah. Nur Aussichten, sag ich euch. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, da wird er jetzt vom Fernsehen neidisch. It's party. So. It's party today. Yes. Oh. Ah ja. Yeah. Lass ich ja heute mal mit mir machen. Yes. Yeah. Ja, da lässt man gerne mal Hand anlegen. Ach, Robert. Hey, die Stadt, die Wurst hätte ich natürlich jetzt auch High Heels angezogen. Ja, bist du unpassend angezogen? Ich glaube schon, aber es nützt ja nichts. Die Schuhe bleiben nicht das einzige Mode-Handicap. Das Motto der Privatparty lautet Fluch der Karibik. Also muss Alexandra Müller noch blitzschnell passende Kostüme herbeischaffen. Die Aussicht war natürlich grandios auf diesen Sonnenuntergang mit diesen Felsen, aber davon lebt ja am Ende auch Sardinien. Das kannst du natürlich in Saint-Tropez so nicht unbedingt finden, wogegen die Strandpartys in Saint-Tropez natürlich noch mal eine andere Klasse haben. Man sieht eigentlich noch bessere Figuren. Oh, Toys for the Girls! Wow. Super! Hast du auch was mitgebracht für Moskitos? Ja. Gut, weil die brauchen das. Wenn das Motto Piratenparty ist, dann finde ich, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich danach auch ein bisschen kleiden. Im passenden Outfit erreicht die Party schon bald ihren Höhepunkt. Doch angesichts eines wahren Feuerwerks an attraktiven und feierwütigen Frauen geht Robert lieber auf Tauchstation. Ein gelungener Abschluss für einen ereignisreichen Tag.